Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach es doch ist, einen Kreis zu häkeln. Dazu fangen wir an mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In die erste Luftmasche machen wir eine Schlaufe heraus. Wir haben 2, das ist wie eine feste Masche und schließen das so. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht in jede Luftmasche 2 feste Maschen oder ihr macht eine schöne Öse. Und zwar, wir müssen verdoppeln, wir müssen jetzt 10 feste Maschen komplett in diese Öse hineinmachen, in diese Schlinge, in den kleinen Kreis. 1, 2, wir gehen komplett durch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie gesagt, entweder ihr macht in jede Luftmasche 2 feste Maschen oder ihr geht komplett durch die Schlinge durch und macht dann solch eine Öse. Das Loch wird zwar etwas größer, aber es zieht sich dann auch ein klein bisschen wieder zusammen. Zum Schließen gehen wir in die erste Luftmasche, holen uns eine Schlaufe heraus und ziehen sie die eine Schlaufe durch die hintere Schlaufe. So, jetzt machen wir wieder 2 Luftmaschen und dann häkeln wir diesmal in jede feste Masche 2 feste Maschen darauf. Weil wir müssen ja den Kreis vergrößern und dann brauchen wir 2 feste Maschen in jede Masche. So. Es ist wirklich ganz einfach, einen Kreis zu häkeln, den man für viele Sachen dann braucht. Ich zeige euch auch demnächst, wie man kleine Törtchen, Muffins, häkeln kann. Und dazu brauchen wir dann schon wieder diese Kreise. Auch für meine Eulen, für die Augen braucht man es. Oder für tolle Blumen, die man häkelt. Und es geht wirklich ganz einfach. So, jetzt haben wir 2 Reihen gehäkelt. Kurz sind hinten angekommen. Wir gehen durch die erste Luftmasche. Ziehen uns eine Öse, eine Schlaufe und ziehen die durch die hintere. So, ich wechsle jetzt mal die Farbe. Dazu knoten wir wieder leicht an. Nur mit einer Schlinge. Einmal drumherum um den Faden festgeknotet. Es ist dann immer einfacher. Wir können das hier abschneiden, ein bisschen großzügig zum Vernähen. So, jetzt machen wir weiter mit Stäbchen. Eine Luftmasche, 2, 3. So. Und dazu müssen wir jetzt in die erste feste Masche ein Stäbchen, in die zweite ein Stäbchen und in die dritte feste Masche 2 Stäbchen. Wieder ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Und in die nächste wieder 2 Stäbchen. Ein Stäbchen, 2 Stäbchen und wieder 2 in eine feste Masche. Das machen wir so lange jetzt, bis die Reihe zu Ende ist und dann hätten wir schon den ersten Kreis. Wenn ihr den erweitern wollt, macht ihr bei der nächsten Reihe dreimal ein Stäbchen und dann kommen wieder 2 Stäbchen in das eine Stäbchen, was vorangegangen ist. 1, 2 und jetzt seid ihr 2 Stäbchen in eine vorangegangene Öse des unteren Stäbchens. So, eine in ein Stäbchen, noch eine in ein Stäbchen und jetzt 2 in das untere Stäbchen. Gleich ist die Reihe wieder vorbei. Ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, 2 Stäbchen. Zusammen eine Öse. So, dann machen wir noch 1
Und dann schließen wir die Reihe in das obere, in die obere vorangegangene Luftmasche, eine Öse ziehen, rausziehen und in die nächste und festziehen. So, und jetzt würden wir wieder drei Luftmaschen haben und würden mit den Stäbchen fortführen, wie ich euch gerade gesagt habe. Und so häkelt man tolle Kreise, die man für viel benutzen kann.